mein Name ist Miriam Jax. Ich bin der nationale Make-up-Artist von L'Oréal Paris und ich freue mich total doll, dass Claudia heute bei mir ist. Sie ist einer der Patientinnen aus der Look Good, Feel Better Seminare der DKMS Live und sie spielt heute für mich Model und ich zeige euch einen schönen, natürlichen Look, wie ihr euch im Alltag etwas hübscher schminken könnt. Wir haben jetzt schon angefangen. Claudia hatte sich schon bereits abgeschminkt. Das ist ganz, ganz besonders wichtig, dass die Haut ordentlich gepflegt wird. Gerade in der Zeit der Chemotherapie ist die Haut wirklich sehr beansprucht und man muss sie gut pflegen. Eine reichhaltige Tagespflege auftragen, auf jeden Fall bevor man das Make-up macht. Und ganz wichtig ist auch abends das Abschminken. Bevor wir jetzt angefangen haben, hat Claudia sich schon eine Tagespflege aufgetragen. Das heißt, wir können jetzt direkt mit dem Make-up anfangen. Claudia, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, dass sich der Hautton sehr verändert hat, ne, in der Zeit. Ja, man ist sehr blass und man darf auch nicht in die Sonne. Genau, wichtig ist wirklich, dass man in der Zeit den Make-up-Ton anpasst. Man kann auch einen helleren Make-up-Ton kaufen und den mixen mit dem Make-up, was man bereits hatte. Aber man sollte auch vor allem aufpassen, dass man wirklich auch von der Textur etwas kauft, was halt zum Hautton passt. Du hast jetzt gesagt, du hast besonders trockene Haut momentan. Das heißt, man sollte auch kein Make-up benutzen, was die Haut zu stark austrocknet. Und ich habe jetzt mir einen Make-up-Ton gemixt, den ich am Hals getestet habe. Und trage den jetzt im Gesicht auf mit einem weichen Make-up-Pinsel. Also der Vorteil ist natürlich dabei, wenn man es mit dem Pinsel aufträgt, dass man gar keinerlei Bakterien zur Haut führt. Also man hat wirklich, wenn man den Pinsel natürlich ordentlich gereinigt hat vorher, dann ist es einfach die schönste Variante, es aufzutragen, weil der Pinsel sehr pur ist und es wird auch sehr, sehr leicht aufgetragen. Das heißt, ich kann wirklich in diesen kreisenden Bewegungen das Make-up so natürlich wie möglich auftragen. Zum Beispiel hast du ja auch gesagt, man darf nicht in die Sonne gehen. Das heißt, wichtig ist auch, dass das Make-up einen Sonnenschutzfaktor beinhaltet oder dass man unter dem Make-up einen guten und hohen Sonnenschutzfaktor aufträgt. Auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man einen Ton etwas dunkler benutzt, ist, dass man die Übergänge zum Hals richtig gründlich ausschattiert. Dass man das Make-up halt wirklich zum Hals, zum Dekolleté runter verteilt, so dass sich auf gar keinen Fall Make-up-Ränder bilden. Einmal das Auge zu. Ich gehe einmal nur ganz, ganz leicht mit dem Rest, was an dem Pinsel hängt, übers Auge, um auch hier schon den Ton so ein bisschen auszugleichen. Die Haut sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr ebenmäßig aus, aber was mir wichtig ist, ist, dass man noch so leicht dunklere Stellen, wo die Haut sehr, sehr dünn wird und am Auge mit einem Concealer abdeckt. Ja, also die Augenschatten nehmen auf jeden Fall zu. Die Augenschatten nehmen zu, deswegen ist es aber auch wichtig, dass man zum Beispiel die Augenringe, zum Beispiel Augenschatten unter den Augen mit keinem zu hellen Concealer abdeckt, sondern eher einen nimmt, der zum Make-up-Ton passt, damit der Unterschied nicht zu groß wird. Ja? Es ist auch ein bisschen leichter, zum Beispiel auch jetzt hier so in den Innenwinkeln der Augen, hier hat man meistens etwas dunklere Stellen. Wenn man die ein bisschen aufhält und die ein bisschen kaschiert, sieht das Auge viel strahlender und wacher aus. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass das Make-up den ganzen Tag hält, also schon ein sehr lang anhaltendes, aber trotzdem gehe ich nochmal mit einem leichten Puder drüber. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Make-up zumindest fixiert. Also vor allem T-Zone-Bereich, also Stirn, über die Nase, Kinn und dann halt leicht über die Wangen gehen, hier auch nach außen hin, dass man diese Stellen abpudert. Und damit ist das Make-up dann auch richtig fixiert. Ich nehme mir einen Bronzerton, nehme mir so einen abgeschrägten Pinsel und setze den unter dem Wangenknochen an und schattiere die Farbe nach vorne hin aus. Ganz, ganz wichtig ist, du bist ja relativ schmal, du hast ein schmales Gesicht.
ganz wichtig ist, dass man die Farbe dann auch vorne auf die Wangen aufsetzt und nicht nur unten drunter, weil wenn du es nur unten drunter setzt, würde dein Gesicht noch viel schmaler wirken. Das mit dem Bronzer wirklich weich ausschattieren, auch am besten mit einem weichen Pinsel. Aber was man natürlich dann noch machen kann zusätzlich, ist, dass man sich einen etwas frischeren, rosigen Ton nimmt und den kann man dann tatsächlich leicht vorne über die Wangen geben und nach hinten ausschattieren. Also da würde ich es eigentlich genau umgekehrt machen, weil das gibt dem Gesicht dann halt nochmal die richtige schöne Frische und da ist auch so ein leichter Schimmer mit drin. Das heißt, das Gesicht bekommt halt auch wieder den gewollten Glanz. Ganz, ganz wichtig sind die Augenbrauen. Die Augenbrauen sind richtig der Rahmen des Gesichtes und vor allem der Augen. Es gibt eine kleine Hilfsmethode, wie man sich die Augenbrauen richtig nachzeichnen kann. Dafür nimmt man sich den Augenbrauenstift und hält ihn diagonal zum äußeren Nasenflügel hin nach oben. Und man sieht ja auch schon richtig so ein bisschen, wo hier der Bogen anfängt. Da setzt man sich einen kleinen Hilfspunkt. Dann über die äußere Pupille, wenn man geradeaus in den Spiegel guckt, setzt man sich den höchsten Punkt. Und dann über das äußere Auge vom Nasenflügel aus, hier müsste die Augenbraue enden. Es ist am Anfang immer so eine kleine Übungssache. Claudia, vielleicht kennst du das. Man muss da halt erstmal so ein bisschen reinkommen. Man sieht aber auch wirklich hier den Augenbrauen. Hügel, wo man die Augenbraue genau setzen muss. Und man spürt ihn auch. Man spürt ihn auch, genau deswegen. Und selbst wenn es am Anfang mal nicht direkt klappt, dann einfach nochmal ausprobieren und üben. Mit auch einer der wichtigsten Sachen ist, dass man die Augenbraue richtig nachzeichnet. Auf gar keinen Fall in einem Strich einfach durchziehen, sondern eher versuchen, die Härchen so richtig so ein bisschen nachzuzeichnen. Das heißt, wir haben uns hier diese Punkte gesetzt. Jetzt muss man halt versuchen, in einer Geraden die Härchen nach oben hin zu ziehen. Das geht nicht immer direkt, da muss man wirklich auch so ein bisschen sich ranhangeln. Erstmal ganz, ganz leicht. Und dann ab hier, ab dem höchsten Punkt, ist die Augenbraue abfallend. Und von hier zeichnet man sich dann die Augenbraue in den kleinen Strichleinen, so wie die Härchen, einfach nach. Man kann einen Stift benutzen, man kann aber auch gerne, wenn man mag, ein Augenbrauenpuder benutzen. Was benutzt du, Claudia? Ich benutze ein Augenbrauenpuder, weil ich damit etwas schneller bin. Ansonsten benutze ich aber auch schon mal einen Stift, um dann vielleicht noch mal so ein bisschen nachzustrichen, damit es etwas natürlicher wird. Es ist halt ganz gut, wenn man zuerst mal so einen ganz hellen Farbton nimmt, der vielleicht auch einfach ein bisschen zu hell ist, weil man dadurch erstmal die Form festlegen kann, bevor man zu viel Farbe auf die Haut aufträgt. Jetzt, wo ich mir die Form gelegt habe, nehme ich dann den dunkleren Stift und fange an und zeichne die Härchen wieder ganz leicht an. Ich husche wirklich nur über die Haut. Also es ist gar kein starkes Aufdrücken, sondern nur so ein ganz, ganz leichtes über die Haut huschen. So, als nächstes machen wir jetzt dieses Augen-Make-up. Dafür benutze ich zuerst einen ganz hellen Grundierungston, den ich über das gesamte Auge auftrage. Einmal zumachen. Dafür nehme ich einen ganz, ganz weichen Pinsel, der nicht piekst. So, und einmal öffnen und das Gleiche gehe ich einmal ganz vorsichtig unterm Auge lang, um auch unter dem Auge den Hautton so ein bisschen aufzuhellen und zu grundieren. Und so. So. Da ich ja jetzt in erster Linie möchte, dass wir den Effekt von den Wimpern wieder so ein bisschen herzaubern, ist es ganz wichtig, dass man dem Auge eine Tiefe gibt. Das kann ich erzeugen, indem ich eine ganz, ganz hauchdünne Eyeliner-Linie male. Wichtig ist dabei, dass der Eyeliner auf gar keinen Fall zu flüssig ist, weil Claudia hat mir selber erzählt, die Wimpern sind natürlich auch ein Schutz für die Augen und es ist ganz besonders wichtig, dass nichts ins Auge reinläuft. Das heißt, ich nehme jetzt in diesem Fall einen Creme-Eyeliner und einen ganz kleinen, hauchdünnen Pinsel, eben ein ganz bisschen Farbe.
und ziehe mir so das Auge so ganz leicht zurecht und male erstmal eine ganz, ganz dünne Linie auf dem Wimpernrand, da wo die Wimpern mal waren oder da wo vielleicht auch noch ein bisschen Wimpern sind. Und es ist gar nicht schlimm, wenn das am Anfang nicht so ordentlich aussieht. Einmal noch schließen. In erster Linie ist es erstmal wichtig, dass überhaupt nur die Farbe dahin kommt. Und dann nehme ich nämlich im nächsten Schritt einen ganz schmalen Pinsel und schattiere die Farbe ganz leicht aus. Ganz wichtig ist es, dass man sich vorher so einen kleinen Hilfslinie malt, dass man einmal, wenn man geradeaus in den Spiegel schaut, dass man beim geöffneten Auge sich so einen kleinen Punkt setzt, wo normalerweise die Wimper enden würde, dass man genau weiß, bis wohin man den Lidschatten oder den Eyeliner ziehen darf, weil es sonst schnell passieren kann, dass das Auge optisch so ein bisschen absinkt nach außen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass diese Linie vom äußeren Nasenflügel zur äußeren Augenbraue niemals überschritten wird, damit das Auge halt optisch schön geliftet wird. Und jetzt gehe ich her und nehme einen etwas dunkleren Ton, so einen schlammigen, grauen, schönen Topton und schattiere das Ganze noch so ein bisschen aus. Wichtig ist, dass diese Linie halt nie zu hart aussieht. Mit einem weiteren, so einen etwas weicheren Pinsel nehme ich den gleichen Farbton und schattiere dann den Farbton in die Lidfalte. Indem man das bewegliche Lid hier vorne hell lässt und außenrum das Lid so ein bisschen einlegt mit dunklen, einer etwas dunkleren Farbe, lässt man das Auge nochmal optisch größer aussehen. Kann sich auch so wunderbar so ein leichtes Schlupflid wegschminken. Und man könnte auch, wenn man mag, noch unten das Auge ein bisschen betonen. Dann würde ich nochmal diesen leichten Taubton nehmen, einmal nach oben gucken. Und auch das Auge genauso unten ein bisschen betonen. Von außen immer anfangen und die Farbe nach innen ausschattieren. Mit dem etwas dunkleren Ton, den ich jetzt noch genommen habe, gehe ich nochmal unten lang, einmal nach oben gucken. Am Wimpernrand auf. Alternativ zu einem schwarzen Eyeliner könnte man natürlich auch super einen braunen Kajal nehmen. Der ist ein bisschen weicher, der wirkt nicht ganz so hart. Und den könnte man zum Beispiel auch super, wenn du einmal nach oben guckst, so ein bisschen unten auf der Wasserlinie auftragen. Es gibt dem Auge auch nochmal eine Tiefe und erzeugt halt auch diesen Wimpern-Look. Oben könnte man dann zum Beispiel ganz leicht noch auftragen, wenn man zum Beispiel eher einen bräunlichen Look anstatt einen schwarz-grauen haben möchte. Super. Ja, toll. Von Weitem würde ich denken, ich habe meine Wimpern zurück. Ja, dann würde ich sagen, fehlt nur noch der Lippenstift. Eine leichte Lippenpflege, ein helles Rosé, finde ich, würde da für den Tag reichen. Da habe ich dir mal hier den Ton rausgesucht. Muss mal sagen, ob der dir gefällt. Ich trage den mal auf. Also ich würde vor allem für den Tag über etwas eher Leichtes nehmen, was eher auch eine Pflege beinhaltet, was einen schönen Glanz hat. Also sehen die Lippen halt einfach nochmal viel frischer aus. Alternativ zu einem natürlichen Lipgloss könnte man jetzt auch die Lippen etwas stärker betonen. Dafür benutze ich einen Lip Liner, den ich zuerst vorne an dem Lippenbogen auftrage. Ich male zuerst die Lippenkontur aus und dann fange ich an und male die Lippe richtig mit dem Lip Liner aus. Vorher hatten wir schon das Make-up aufgetragen, das heißt, die Lippenkontur war halt auch richtig perfektioniert und dann gehe ich mit dem Lip Liner mal die Lippe komplett aus, so dass der Lippenstift gleich
viel besser hält und vor allem die Lippe auch noch mal ein bisschen voluminöser aussieht. Als nächstes nehme ich einen Lippenpinsel und einen schönen Lippenstift in einem Korallton und trage den dann anschließend über den Lip Liner auf. Also es ist auch dringend notwendig, dass man das macht, dass man nicht nur, auch wenn die Lippen schon relativ hübsch aussahen mit nur dem Lip Liner, aber der Lippenstift pflegt halt die Lippen richtig, sorgt dafür, dass sie nicht austrocknen und lässt sie halt einfach nochmal perfekter aussehen. So, und das wäre die Alternative 2. Und wie gefällt dir der Gesamtlook? Gefällt mir super. Also auch mit den Lippen ist es ganz hübsch, Lippen, ne? Sehr schön, ja. Super. Ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr könnt zu Hause etwas nachschminken.